Hey Leute, willkommen auf 149.22.147.134 oder eben alternativ auf sillyhuhn.com. Und ich kann nicht tippen, was ist da los? Heute gibt es mal wieder ein bisschen politische Bildung. Ich schätze mal, das ist eher ein allgemeinbildungstechnischeres Video. Das heißt, die meisten von euch sollten schon wissen, was wir heute lernen werden. Ich habe da so meine Schwächen, deswegen sehen wir uns heute den 35C3 rein, die EU und ihre Institutionen. Der Wahl spielen wir hier auf Lesogoland, dem Vanilla-Anarchie-Server, den ich hier für euch betreibe. Seht ihr diesen Baum mit dem Licht? Sieht irgendwie aus wie so ein Grab, weil ich da in der anderen Folge wisst ihr noch diesen Hacker zerlegt habe. Ich bin immer noch big stolz darauf, einen unausgerüsteten Dude weggesnackt zu haben. Aber es war doch hier. Ja, genau. Ja, hier war unser Battle. Funny. Genau, also auf dem Server gibt es keine Admins oder so. Also der einzige. Jesus. Der einzige, der Zugriff auf den Server hat, bin ich. Und ich habe keinen Minecraft-Account OP-Rechte hier gegeben, dass selbst wenn jemand meine Session-ID klaut oder jemand meinen Account hackt, hier niemand Schabernack treiben kann, weil es halt ein unmoderierter Server ist, ohne Regeln, ohne dass man hier gebannt oder gekickt wird. Natürlich außer von Auto-Kick vom Vanilla, zum Beispiel wenn man fliegt oder so, das ist an, aber also hier werden keine Menschen mit mehr Rechten als ihr gegen euch vorgehen. Das ist so der Anarchie-Gedanke dieses Servers. Die meisten Anarchie-Server brauchen viele Plugins und so, um zu funktionieren. Da hier die Spielerzahlen aber so gering sind, funktioniert das auch im mit einem Vanilla-Server. Klar ist ein Vanilla-Server. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Nicht ganz so stabil. Aber man ist eben nicht an irgendwelche anderen Sachen gebunden. Und ich wollte hier eben mal einen reinen Server der Welt zur Verfügung stellen. Einen kleinen, reinen Vanilla-Server. Also ich plane den Server sehr, sehr, sehr lange online zu halten. Was ist denn da los? Ist das Obsidian, oder? Yes. Sieht ja crazy aus. Genau, also ich plane den Server länger online zu halten. Schaut doch einfach mal hier vorbei. Und dieses ganze Video ist eigentlich nur ein Werbevideo für diesen Server. Für den Falle, dass ich den Server nicht mehr online halten kann, werde ich die Map hier veröffentlichen. Und das heißt, solange eure Sachen hier auf dem Server nicht gegrieft werden, gehen sie nicht verloren, würde ich mal so sagen. Aber an sich ist es geplant, dass der Server lange, lange online bleibt. Und ja, hier könnt ihr einfach mal drauf schauen und ein bisschen frei spielen. Geht ein bisschen vom Spawn weg und dann könnt ihr da ganz entspannt Minecraft Vanilla spielen, ohne irgendwelche Einschränkungen zu haben. Ja, so viel zu dem Server hier, auf dem wir hier spielen. Dann würde ich sagen, machen wir mal unser Video vom CCC an, also die IP-Adresse oder die Domain von diesem Server hier findet sich wie immer in der Beschreibung, genauso wie das Video, was wir uns jetzt anschauen werden, und wir schauen uns ein Video von dem media.ccc.de Kanal an. Auf YouTube gibt es wahrscheinlich auch bei denen auf der Website, aber ich packe den YouTube-Link rein. Das Video hat den Titel 35C3, die EU und ihre Institutionen. Das dauert eine Stunde, ähnlich lange wird dann auch diese Folge hier dauern. Dann würde ich sagen, starten wir mal durch. Ich freue mich sehr, einen wirklichen EU-Experten auf dieser Bühne begrüßen zu dürfen.
Neben mir steht Dustin Hoffmann und er wird uns über die EU und ihre Institutionen ein bisschen was erzählen. Grundsätzlich möchte ich hier einmal loswerden. Ich finde es großartig, dass wir seit 71 Jahren für 512,6 Millionen Menschen Frieden haben in Europa. Frieden! Trotzdem entsteht eine unglaubliche Komplexität, wenn man 28 Länderparlamente zusammenfügt in eine Union. Und diese Komplexität hat Vor- und Nachteile. Und ich freue mich darüber, dass mir das dann auch mal gleich erzählen wird, welche guten und schlechten Seiten daraus entstanden sind. Aber trotzdem ist es eine Union und wir haben Frieden. Vielen Dank für die Einführung. Ich bin Dustin Hoffmann, ich bin Büroleiter im Büro von Martin Sonneborn in Brüssel seit 2014. Ich bin eigentlich examinierter Jurist, bin dann irgendwie nach dem ersten Examen in Brüssel gelandet und freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und euch ein bisschen was von den europäischen Institutionen zu erzählen, insbesondere in dem Kontext, dass nächstes Jahr Mai Europawahlen stattfinden und ihr habt bestimmt schon einige Statements dazu gehört, das soll die sogenannte Schicksalswahl werden. Also es ist quasi nie besser, als gab keinen besseren Zeitpunkt, als sich jetzt damit zu beschäftigen, zu gucken, was es gibt. Und das will ich heute machen. Ich freue mich aber insbesondere hier sein zu dürfen, nachdem ich gestern den Talk zu den Polizeigesetzen gehört habe und herausgefunden habe, dass die Zuhörer hier, Zuhörerinnen und Zuhörer, genauso große Fans von Herbert Reul, dem NRW-Innenminister, sind, so wie ich. Viele wissen es vielleicht nicht, der hatte schon eine Karriere, bevor er NRW-Innenminister wurde, war er nämlich Mitglied im Europäischen Parlament und ich war inoffiziell sein größter Fan und habe dafür auch einen Beweis mitgebracht. Als er 2016 eine Rede zur Lage der Union gehalten hat, hatte die nach 9 Stunden einen Aufruf und das war ich. Also, als Herbert Reul Innenminister Nordrhein-Westfalen wurde, waren viele Leute überrascht. Ich weiß nicht, ich habe immer an ihn geglaubt. Ich will euch kurz die Lernziele für heute mitteilen. Man hat mir gesagt, das ist ein Foundations-Track, sodass ich davon ausgehe, dass ihr absolut gar nichts wisst. Alle Leute, wunderbar. Die schon Ahnung haben, werden unglaublich enttäuscht sein, sich langweilen und schon alles wissen. Aber ich fange quasi, versuche von unten anzufangen und Institutionen und so. Ich habe in der Schule nichts gelernt. Weil so geht der Song nicht, oder? Ich war in der Schule und habe nichts gelernt, oder? Wird alles hier nachgeholt, Interwebsbildung. Plan vorzustellen und habe dabei einen ganz klaren Fokus auf die Institutionen, die an der Gesetzgebung beteiligt sind. Ich werde gleich auch noch erklären, ich nutze die Gelegenheit, einen kleinen Exkurs zur Sperrklausel für das Europäische Parlament zu machen und erkläre ich dann ein bisschen den Gesetzgebungsfrist. Die Idee meines Vortrags ist, am Ende erkläre ich euch, was meine Message war, ich hoffe, dass die zwischenzeitlich ein bisschen ankommt, aber ich möchte, dass ein paar Begrifflichkeiten im Kopf bleiben, damit, wenn dann die Berichterstattung zur Europawahl anfängt, ihr die Institutionen auseinanderhalten können, dass ihr wisst, was ein Trilog ist, über den alle sprechen, weil ich weiß, dass wir momentan noch im Gesetzgebungsverfahren einige Sachen haben, die gerade auch die Leute, die hier sind, sehr interessieren, wie zum Beispiel die aktuell die Urheberrechtsreform, die sich gerade im Trilog befindet und wenn ihr rausgeht, solltet ihr wissen, was das bedeutet. Ich fange mit den unterschiedlichen Organen an. Es ist so, dass in den Verträgen der Europäischen Union sind einige Organe festgelegt. Und das ist das Europäische Parlament, der Europäische Rat, der Rat der Europäischen Union, der nicht der Europäische Rat ist und auch nicht der Europarat. Aber ich erkläre euch gleich mal, warum, also wo die Unterschiede sind. Also das Konzept ist auf maximale Verwirrung ausgelegt. Die Europäische Kommission, der Europäische Gerichtshof, die Europäische Zentralbank und der Europäische Rechnungshof. Ich gehe davon aus, dass eigentlich die Sachen alle euch schon irgendwie mal über den Weg gelaufen sind. Ich will mich allerdings auf die oberen 4 konzentrieren, ganz kurz zu den unteren. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg kümmert sich um Auslegung von EU-Recht, die Zentralbank, um die Stabilität der Währungsunion, die ist in Frankfurt. Der Rechnungshof ist auch in Luxemburg und passt auf, dass das auch alles ordentlich läuft. Wie gesagt, ich kümmere mich um die, sollen die ersten 4 sein, und um besonderen Fokus diese 3. Das sind nämlich die 3, die dafür verantwortlich sind, dass in der Europäischen Union Gesetze zustande kommen. Es gibt neben den Organen noch allerhand Agenturen,
um die 45. Und ich, anstatt sie alle aufzuzählen, damit ihr seht, dass es wirklich viele sind, habe ich hier Wikipedia zur Rate gezogen. Das sind einige, die ihr auch kennt, die nehmen bestimmte Aufgaben wahr, wie zum Beispiel Grenzsicherung, Frontex, Geliebter Laden, die Europäische Polizeibehörde, Europol. Und diese Agenturen sind zum größten Teil über ganz Europa verteilt, damit auch alle ein bisschen was vom Kuchen abbekommen. Die Gesetzgebungsorgane der EU, wie ich es eben schon angekündigt habe, sind das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission. Und die Aufteilung der dreien ist so, dass die Europäische Kommission schlägt die Gesetze vor und das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union klügeln dann untereinander aus, was sie daraus machen. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch später. Die ganze Sache findet zum größten Teil im schönen Brüssel statt. Ich nehme euch mal mit auf eine Reise in die belgische Hauptstadt. Und zwar Belgien, Brüssel, bekannt für allerhand. Schokolade, Waffeln, Bier. Die Bierkultur in Belgien ist UNESCO-Weltkulturerbe. Und EU. Inoffiziell die Hauptstadt der EU, in der die meisten Sachen verortet sind. Und das Spannende daran ist, ich weiß nicht, wer schon mal in Brüssel war, wenn man in Brüssel ist, das ist alles wirklich sehr, sehr nah aufeinander. Also wir haben hier den Rat der Europäischen Union, daneben den Sitzungssaal des Europäischen Rates. Und genau gegenüber, auf der anderen Straßenseite, ist das Hauptgebäude der Europäischen Kommission, wo der Kommissionspräsident sitzt, den ich euch gleich noch vorstellen werde. Und dieses Viertel, in dem sich das hier befindet, heißt nicht nur ohne Grund europäisches Quartier, sondern alles, was man hier, alle Gebäude, die hier sind, haben eigentlich irgendwas mit der EU zu tun. Bei der Europäischen Kommission arbeiten über 30.000 Leute und alle Gebäude, die nicht zur Kommission gehören, da sitzen halt Verbände drin, Anwaltskanzleien, also dieser ganze Stadtteil ist eigentlich EU. Am Wochenende, wenn man da durchgeht, ist auch alles leer, alles tot. Also es ist ein bisschen gekünstelt, ist auch bestimmt mal, wir haben uns da wirklich sehr, sehr breit gemacht. Und wenn man ein bisschen 10 Minuten zu Fuß läuft, dann kommt man zum Europäischen Parlament, der Europäischen Bürgerkammer. Das ist dieser Gebäudekomplex hier. Aber jetzt genauso wie bei der Kommission, das beschränkt sich nicht darauf. Hier sitzt unser wissenschaftlicher Dienst. Hier vorne haben wir unsere Schulungen drin. Also wir haben uns da groß breit gemacht. Und für alle, die, wenn ihr irgendwann mal nach Brüssel fahrt, kann ich euch empfehlen, fahrt an einem Donnerstag. Denn die Arbeit im Europäischen Parlament sind so, für die Abgeordneten. Die Abgeordneten wohnen ja eigentlich alle in ihren Heimatstaaten und kommen dann am Montag im Laufe des Tages nach Brüssel, sind dann bis Donnerstag und hauen dann am Donnerstag im Laufe des Tages auch ab. Deswegen gibt es in Brüssel die schöne Tradition, dass sich am Donnerstagabend wird dieser Platz jetzt im Sommer die Hälfte für den Verkehr gesperrt. Die ganzen Kneipen, die stellen ihre Zapfanlagen nach draußen und dann stehen da Hunderte bis Tausende von jungen Leuten und trinken und reden über die EU. Das ist ein großes Spektakel, ist wirklich sehr sehenswert. Wenn ihr mal da seid, nicht vergessen, auf jeden Fall donnerstags hinfahren. Was? Wo ist das? Es klingt echt spaßig. Nach draußen. Und dann stehen da Hunderte bis Tausende von jungen Leuten und trinken und reden über die EU. Wo war das in Belgien? In schöner Tradition. Am Donnerstag, im Laufe des Tages, nach Abgeordneten an einem Donnerstag. Ist das ein Joke oder ist das echt ein geiles Event, wo man mal hingehen kann? Bürgerkammer. Das ist dieser Gebäudekomplex hier. Aber das ist genauso wie bei der Kommission, das beschränkt sich nicht darauf. Hier sitzt unser wissenschaftlicher Dienst. Hier vorne haben wir unsere Schulungen. Das war schon jetzt Belgien, oder? Also wir haben uns da groß breit gemacht. Und für alle, die, wenn ihr irgendwann mal nach Brüssel fahrt, kann ich euch empfehlen, fahrt an einem Donnerstag. Denn die Arbeit im Europäischen Parlament sind so, für die Abgeordneten, wohnen ja eigentlich alle in ihren Heimatstaaten und kommen dann am Montag im Laufe des Tages nach Brüssel, sind dann bis Donnerstag und hauen dann am Donnerstag im Laufe des Tages auch ab. Deswegen gibt es in Brüssel die schöne Tradition, dass sich am Donnerstagabend wird dieser Platz jetzt im Sommer die Hälfte für den Verkehr gesperrt. Brüssel. Die ganzen Kneipen, die stellen ihre Zapfanlagen nach draußen. Und dann stehen da Hunderte bis Tausende von jungen Leuten und trinken und reden über die EU. Das ist ein großes Spektakel, ist wirklich sehr sehenswert. Wenn ihr mal da seid, nicht vergessen, auf jeden Fall donnerstags hinfahren. So, fange ich mit der Europäischen Kommission an. Die Europäische Kommission ist das Exekutivorgan der EU. Die sind quasi unsere Regierung, aber auch nicht so richtig. Es ist halt, die Europäische Kommission wird einmal am Anfang vom Parlament bestätigt und wird dann nicht mehr braucht dann quasi keine tragende Mehrheit mehr wie eine Regierung im Bundestag in Deutschland.
Das spielt eine ganz große Rolle, wenn ich euch später erkläre, wie sich die Abstimmungsdynamik im EP verhält. Und der wichtigste Punkt ist, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass die Europäische Kommission das alleinige Initiativrecht für Gesetzgebungsverfahren hat. Das Europäische Parlament kann im Bundestag jede Fraktion Gesetzesvorschläge einbringen, das kann das Europaparlament nicht. Deswegen wird das Europaparlament an vielen Punkten nochmal belächelt, weil eigentlich viele Leute sagen, dass Gesetze einbringen schon auch eine der Kernsachen von dem Parlament sein sollte. Aber so weit sind wir in Brüssel noch nicht. Die Europäische Kommission wird auch als die Hüterin der Verträge bezeichnet. Das bedeutet, dass die gucken halt, dass die Verträge, die Europäische Union ausmachen, dass wenn irgendein Staat das nicht einhält, dann guckt sich die Kommission das an und sagt, ja, Staat, so geht es aber nicht. Sag mal, warum du das so machst. Und dann sagt der Staat, warum er das so macht. Und dann sagt die Kommission, das reicht uns aber nicht, ändert das mal. Und ja, das ist die Rolle der Kommission. Die Kommission wird geleitet von einem Präsidenten. Das ist dieser Mann. Der ist einigen bekannt aus unterschiedlichen Sachen, vielleicht einerseits als Kommissionspräsident, andererseits wahrscheinlich auch, weil er im Rahmen der LuxLeaks-Affäre als ehemaliger luxemburgischer Ministerpräsident im Kontext aufgetaucht ist, dass er Steuerdeals mit großen Unternehmen gemacht hat. Aber er ist auch bekannt für sein Verhalten. Ich habe einen kurzen Clip mitgebracht von Jean-Claude Juncker bei der Begrüßung des letzten Brexit-Ratsgipfels. Ich weiß nicht, aber vielleicht kennen manche das schon. Boah, ich dachte gerade, ich habe meine Maus da auf dem Bild. Geiler Typ. Ja. So machen wir das in Brüssel? Also. Alter, was ist denn das für ein Meme-Lord, ey? Unterhaltsame Videos von ihm. Es gibt Videos, bei denen er den Staats- und Regierungschefs zur Begrüßung leichte Backpfeifen verpasst, die im Laufe der Begrüßung immer fester werden. Der ist ja richtig funny. Es gibt eine Szene von ihm, wo er nicht gemerkt hat, dass das Mikrofon noch an ist, als Viktor Orban auf ihn zukommt und er dann zur Seite sagt, the dictator is coming. Geiler Typ, feier ich. Es gibt unterschiedliche Gerüchte, warum er so ist. Will ja jetzt auch, aber hier jetzt keiner vor so großem Auditorium streuen, macht ihn menschlich. Die Europäische Kommission besteht nicht nur aus einem Kommissionspräsidenten, sondern auch aus Kommissaren, und zwar jedes Land entsendet einen Kommissar in die Kommission. Es funktioniert so, nach der Europawahl schlägt der Europäische Rat den Kommissionspräsidenten, einen möglichen Kommissionspräsidenten dem Parlament vor. Das Parlament kann dann sagen Ja oder Nein. Dabei soll der Rat die Ergebnisse der Europawahl berücksichtigen. Und daraufhin stellt der Kommissar sich das Kabinett zusammen mit den Vorschlägen aus den Ländern. Und die kommen dann ins Parlament und müssen sich in Anhörungen, in Scheinanhörungen stellen. Wir gucken, im zweiten Teil des Vortrags werden wir eine sehen, werden sie vom Parlament gegrillt, um dann en bloc bestätigt zu werden. Oder nicht, aber eigentlich werden sie bestätigt. Und ihr habe ich schon vorgestellt. Ja, ich habe mal auf dem Bildschirm, das ist ein Touchbildschirm, deswegen macht der Pause. Die nice. Wahrscheinlich über den Weg gelaufen sind, der Vizepräsident der Kommission oder unsere hohe Vertreterin für Sicherheitspolitik, das ist quasi die Kommissions Außenministerin. Den Herrn kennen wir auch, der ist unser deutscher Kommissar. Der ist ja verantwortlich für Haushalt und Human Resources heute, aber wie wir alle wissen hier wahrscheinlich, hat er als Digitalkommissar angefangen. Da seine Erbe haben wir auch heute noch quasi mit zu kämpfen. Er großer Freund des Leistungsschutzrechts für Presseverleger, dass wir in Artikel 11 in der Urheberrechtsreform wiedergefunden haben. Einer der Kommissare mit den meisten Lobbytreffen, und sein Kommentar dazu war, ja, mir kann niemand nachsagen, dass ich faul sei. Finde ich also, ja. Also er ist immer wieder in den Schlagzeilen, weil er irgendwelche Affären an der Backe hatte, wie dass er irgendwie zu Viktor Orban im Privatjet fliegt von irgendeiner Wirtschaftsgröße. Und da hat er in der Anhörung danach gesagt, ja, wissen Sie, ich sitze ja schon, ist immer so schwierig, dann wird man gefragt, ob man mitfahren, ich sitze am Flughafen schon hinter der Zeitung, verstecke mich, weil ich Angst habe, wenn mich jemand anspricht, dass es dann irgendwie intransparentes Lobbygespräch ist. Also ihr kennt es, immer hinter der Zeitung am Flughafen sitzen, nicht, dass jemand kommt, euch einen Privatschein mitnehmen möchte. Das sind die Probleme, die Günther Oettinger hat. Aber deswegen, wir sind ja in der Politik, gibt es ja auch gerade so ein bisschen so einen Paradigmenwechsel, für heute bringen die Leute ihre Privatschein ja schon mit.
Also vielleicht auch eine Frau, die jetzt nicht nur Sport, sondern hier unsere Wettbewerbskommissarin, ist vielleicht auch einigen Begriff, wenn man der Europäischen Kommission was lassen muss, ist dann, dass sie es geschafft hat, wenn Wettbewerbsfragen, Wettbewerbs- und Kartellfragen allen Unternehmen in der Welt das Schrecken zu lernen. Also die, ich glaube, wenn irgendwo in irgendeiner Vorstandsetage auf der Welt dieser Absender auf dem Telefon steht, dann zucken alle zusammen. Also das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Ich habe das eben schon mal angedeutet, die unterschiedlichen Räte. Wir haben einen Rat der Europäischen Union, einen Europäischen Rat und einen Europarat. Das sind aber ganz unterschiedliche Sachen. Der Rat der Europäischen Union ist der Ministerrat. Das ist unser Co-Gesetzgeber, die mit dem Europäischen Parlament zusammen die Gesetze machen. Da sitzen in Fachausschüssen die Minister der jeweiligen Regierungen zusammen. Der Europäische Rat, das ist das, was man immer im Fernsehen sieht, wenn die ganzen Staats- und Regierungschefs, Brexit läuft schlecht, komm, wir fahren alle nach Brüssel und reden drüber. Das ist das, was Sie aus dem Fernsehen kennen. Das ist das, wenn ich quasi die ganze Woche nicht schlafen kann, weil der Helikopter über meinem Haus kreist, weil ich dann in der Nähe wohne. Die haben sich nämlich die ganze Zeit, die halbe Stadt wird in den Lahm gelegt, die haben extra Mies. Fahrspuren und, naja, unabhängig davon, die sind auch nicht an der Gesetzgebung beteiligt, sondern die geben große Leitlinien vor. Also die kümmern sich, wie gesagt, bei so großen Fragen, Brexit, da kommen die zusammen und geben so die Leitlinien der europäischen Politik vor. Der Europarat sitzt in Straßburg, ist was ganz anderes. Das ist eine institutionelle europäische internationale Organisation, 47 Mitgliedstaaten, das war Russland mit drin und ganz viele Ostblockstaaten. Die kümmern sich um Fragen der Menschenrechtsfragen, Demokratiefragen. Das ist ein Austauschgremium, auf die geht zum Beispiel die Europäische Menschenrechtskonvention zurück. Und dazu eine Anekdote, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal zum Beispiel in Tiflis war. Und wenn man da ist, dann fällt einem auf, dass da überall Europaflaggen hängen. Die Flagge des Europarates ist nämlich auch die Europaflagge, wie sie hier oben ist. Und die hängt in Tiflis vor allen staatlichen Gebäuden. Das sieht halt aus, als ob, wenn die morgen in die EU eintreten, müssen die nichts umflaggen. Das ist aber, wie gesagt, nicht die Flagge der Europäischen Union, ist der Europarat. Das haben sie ganz geschickt gemacht. Also der Präsident des Europäischen Rates, der ist Donald Tusk, ein Pole. Der koordiniert es, der hat dann Generalsekretariat, der hat dann Sekretariat, der koordiniert die Sitzung. Früher war das so, dass der halbjährlich gewechselt hat, inzwischen wird er auf 2 Jahre ernannt, so dass es eine gewisse Kontinuität gibt. Die Leute tagen in diesem schönen Neubau in Brüssel. Besonderheit, ich zeige das, deswegen also das ist jetzt keine echte Hinweise, das ist ein schön, weil die haben die Fassade, dahinter ist der Sitzungssaal, man hat gewechselt, dass Brüssel jetzt einen eigenen Todesstern hat. Aber was eigentlich ganz schön ist, sie haben die Fassade aus im restaurierten Fensterrahmen aus ganz Europa zusammengebaut. Schön, oder? So, aber kommen wir zum wichtigeren Gremium, dem Rat der Europäischen Union. Wie gesagt, Co-Gesetzgeber, zusammen mit dem Parlament Gesetze machen. Da sitzen die Minister zusammen. Die machen Gesetze mit dem Europäischen Parlament zusammen, die entscheiden mit über den jährlichen Haushalt der EU. Spielen eine wichtige Rolle in der Abstimmung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und eine ganz zentrale Rolle bei der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der europäischen Sicherheitsverteidigungspolitik. Das Wichtige, was man am Rat verstehen muss, ist, dass der Unterschied im Gegensatz zum Europäischen Parlament nicht direkt gewählt ist. Also der ist schon demokratisch legitimiert, nur ein bisschen weiter entfernt, weil die Leute, die da Entscheidungen treffen, halt von Mitgliedstaaten entsandt werden und die demokratische Legitimationskette da nicht unterbrochen, aber ein bisschen länger ist als beim Europäischen Parlament. Und wenn man sich später anguckt, wie Gesetze zustande kommen, dann sieht man da eine gewisse Disbalance. Der Vorsitz in diesem Rat, der in den Verträgen insgesamt, man spricht dann im Kurzen nur von Rat, wechselt. Und zwar, es sind immer unterschiedliche Länder, die die Ratspräsidentschaft haben. Wir sind jetzt gerade am Ende der österreichischen und als nächstes kommt Rumänien. Die Ratspräsidentschaft setzt die Tagesordnung fest, guckt halt, welche Themen aufkommen, was wichtig ist, was sie durchbekommen wollen. Die Qualität der Ratspräsidentschaften schwankt dabei auch und das kann man wahrscheinlich nachvollziehen. Wir hatten jetzt einige relativ kleine Länder wie Malta und Estland, die sich sehr bemüht haben, für diese ist eine große Ehre oder auch selbst in Bulgarien. Ich war während der Ratspräsidentschaft mal in Sofia, da steigt man aus dem Flughafen aus, dann ist alles voll mit Bannern von der Ratspräsidentschaft. Die sind ganz stolz, das zu machen. Ich bin mir relativ sicher, wenn Deutschland die Ratspräsidentschaft übernimmt, dann werden wir davon in der Tagesschau sehen, dann wird aber wahrscheinlich kein Poster hängen. Und
Ja, das ist die Aussicht auf die nächsten Jahre. Jetzt macht Rumänien. Die Erwartungen sind da vielleicht sind nicht ganz so hoch, aber momentan mit den Ergebnissen aus Österreich ist man auch nicht so zufrieden. Also es sind auch schwere Zeiten. Der Rat der EU organisiert sich in Gremien, muss man verstehen, so ein bisschen. Ich habe die nochmal aufgelistet, ich lese jetzt nicht alle vor. Es ist ein bisschen wie Ausschüsse in einem Parlament. Was nur wichtig ist und was man immer wieder auch mal irgendwo, was man in den Medien mal auftauchen kann, ist der Rat für allgemeine Angelegenheiten. Das ist nämlich der, kurz RFA, RA oder im Englischen General Affairs Council, GAC. Das ist der als alles koordiniert und quasi alle Sachen macht, die nicht in die anderen Sachen reinfallen. Da sind dann auch konstitutionelle Sachen mit drin. Und ansonsten funktioniert das wie in einem Parlament, nur dass halt die Minister der jeweiligen Landesregierung da drin sitzen. Eine der fiesesten und schwierigsten Sachen bei dem Entscheidungsrat ist, dass sie ein unterschiedliches Mehrheitssystem haben. Es ist nicht so wie irgendwo in einem Parlament, dass man häufig sagt, okay, wir brauchen jetzt mehr als die Hälfte Leute, sondern wir haben drei unterschiedliche Mehrheitssachen. Bei relativ belanglosen Angelegenheiten reicht eine einfache Mehrheit, 50 von 28 Mitgliedstaaten. Bei den ganz wichtigen Sachen, und das ist insbesondere im Gesetzgebungsverfahren, brauchen die eine qualifizierte Mehrheit. Und das heißt, dass 55% der Mitgliedstaaten mit mindestens 65% der Bevölkerung dafür sein müssen. Und wenn das der Fall ist und sich dann trotzdem vier Mitgliedstaaten mit mindestens 35% der Bevölkerung für sagen, das wollen wir nicht, dann können die das blockieren. Das ist so eine sogenannte Sperrminorität. Und da der Rat der EU gemeinsam mit dem Parlament die Gesetze macht, ist es unglaublich schwierig, da zu verhandeln und zu Kompromissen zu kommen, bei denen man irgendwie dieses extrem komplizierte Mehrheitsgebilde durchbricht. Obwohl ja das Parlament die direkt gewählte Vertretung ist. Ja? Also das ist ja eigentlich direkt demokratisch legitimiert, aber hier haben wir noch ein besonders kompliziertes Mehrheitssystem, was dazu führt, dass die Verhandlungen noch unnötig komplizierter werden. Es gibt natürlich auch eine gewisse Einstimmigkeit, damit es dann besonders schwierig wird. Ich habe immer die wichtigen Sachen raus fett gemacht, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik oder neue EU-Mitgliedschaften, EU-Finanzsachen können im Rat nur mit Einstimmigkeit beschlossen werden. Und das gestaltet sich zum Teil unglaublich schwierig, weil natürlich die Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Interessenlagen haben in einigen Sachbereichen. Das Parlament. Das sitzt eigentlich in Straßburg. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, ich habe euch am Anfang das Video gezeigt, wie es in Brüssel ist. Es sitzt in Straßburg, aber auch in Brüssel und auch in Luxemburg. Das hat historische Gründe. In den Verträgen steht nämlich, dass das Parlament 12-mal im Jahr in Straßburg tagt. Dort. In diesem Gebäude. Das hat die Konsequenz, dass der ganze Tross, Brüssel ist der Arbeitssitz, 12-mal im Jahr nach Straßburg fährt. Da gibt es, wir haben montags zwei gecharterte Thaleszüge, Autos, Busse, viele fliegen, die Abgeordneten kommen aus ihren Heimatländern. Wir fahren dahin, die Hotels in Straßburg verdoppeln in der Zeit die Preise. Dann findet da von Montag bis Donnerstag Sitzung statt, dann fahren wir alle zurück. Das Problem dabei ist, dass das Europäische Parlament nicht selbst darüber entscheiden kann, wo es tagt. Also es ist in den Verträgen festgelegt, dass es 12-mal im Jahr in Straßburg tagen muss. Und um das zu ändern, bräuchten wir halt da eine Änderung, die nur geht, wenn alle Mitgliedstaaten zustimmen. Und es gibt einen Mitgliedstaat, der kein Interesse daran hat. Frankreich. Und deswegen ist es vollkommen egal, das Parlament hat in mehreren Beschlüssen gesagt, hey, wir wollen das nicht, das sind ein riesiger CO2-Ausstoß, Berechnungen zwischen 120 und 180 Millionen Euro mehr Kosten für nichts. Aber Straßburg ist eine schöne Stadt, war kürzlich wieder in den Medien, eigentlich auch wirklich eine schöne Stadt, ältester Weihnachtsmarkt Europas eigentlich. Aber wir haben ja noch andere Institutionen, die habe ich auch vorgestellt. Das ist übrigens das... What the fuck, hatte ich nicht eine leere... Schalke oder eine, wo fast nichts drin ist, wo ich vorher den Netherrack mitgenommen habe? Oder habe ich den gar nicht erst ausgepackt? Spinn ich?
Gebäude von dem Europarat, das war nämlich der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also hier finden wir es wieder. Und hier drüben ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Die kümmern sich quasi um die Auslegung von der Menschenrechtskonvention von hier. Also alles ganz nah beieinander, das gehört auch zu uns hier unten. Es ist ganz malerisch angelegt. Ich bin so ein Flug drüber, da haben wir auch noch bewusst. So. Habe ich schon gesagt, einzig direkt gewähltes Organ der EU, die einzig direkt gewählte supranationale Institution weltweit. Co-Gesetz. Der Co-Gesetzgeber, 751 Abgeordnete, 750 plus Präsident. Da steht noch dran, ich sage gleich warum. Eine wichtige Sache beim Europaparlamentarismus, die Sitzverteilung erfolgt degressiv proportional. Das heißt, dass jeder Mitgliedstaat mindestens 6 und maximal 96 Sitze hat. Es gibt einen Staat mit dem Maximum, das ist Deutschland. Und es gibt allerhand Kleinstaaten, Malta und Zypern, die haben halt 6. Das ist nicht direkt demokratisch, weil ja eigentlich so sagen, jeder Bürger sollte eine Stimme und gleichen Wert haben. Dieses Prinzip gilt auf der europäischen Ebene nicht. Das ist ein Kompromiss, hat man gesagt, ja, wenn man das wirklich... Das hat doch der eine in diesem anderen Talk da gesagt, dass die EU sich selber nicht in der EU aufnehmen würde, weil sie nicht demokratisch genug ist. Ne? Vielleicht ist das damit gemeint. Der Bevölkerungsgröße der Mitgliedstaaten auflösen würde, dann müssten wir entweder ein sehr, sehr großes Parlament haben, oder aber hier die kleinen Länder wären faktisch nicht vertreten. So ist man zum Schluss gekommen, dass Deutschland benachteiligt wird. Also eure Stimme ist nicht ganz so viel wert, sorry. Bei der nächsten Wahl wird das Parlament ein bisschen kleiner, weil wir im März davon ausgehen, dass uns ein Mitgliedstaat verlassen wird. Dann werden wir noch 705 haben. Das Parlament hat so ungefähr die 76 Sitze, die Briten haben, so ein bisschen aufgeteilt. Ein paar wurden aufgeteilt an Länder, die benachteiligt waren. Deutschland nicht, weil das ist ja Maximum schon, kann nicht mehr bekommen. Ein paar sollten frei bleiben, falls wir die EU erweitern. Und ein paar sollten, haben wir vorgesehen, für einen transnationalen Wahlkreis. Dazu ist nicht gekommen, aber was das ist, erkläre ich euch in dem Kontext der Wahlen zum Europäischen Parlament. Euch ist ja wahrscheinlich schon aufgefallen, dass ihr, wenn ihr in Deutschland wählt für das Europäische Parlament, die Parteien wählen könnt, die ihr sonst in Deutschland auch wählen könnt. Das liegt daran, dass die Europawahlen nicht wirklich europäische Wahlen sind, sondern mehr so die Wahlen der europäischen Nationen. Also jeder Staat führt die Wahlen selbst durch. Ihr könnt keine Kandidaten aus Frankreich wählen oder aus Griechenland, was natürlich auch so ein bisschen den Effekt hat, dass es für einen deutschen Europaabgeordneten vielleicht nicht ganz wichtig ist, zu machen, also Politik für Griechenland zu machen, weil die können ihn ja nicht wählen. Deswegen ist das größte Anliegen für viele Leute im Rahmen der europäischen Integration, ist endlich Transnationalisten zu haben, richtige europäische Wahl. Die EU setzt für diese Wahl einen groben Rechtsrahmen, das ist der sogenannte Direktwahlakt, merkt euch das Wort, da komme ich gleich noch drauf zurück. Aber da steht nur drin, wie es muss Verhältniswahl sein, es werden so ein paar grobe Fristen festgelegt, aber es gibt keine wirklich europäischen Wahlen. Was euch über den Weg gelaufen wird, sind die Spitzenkandidaten. Das ist eine Sache, die hat sich das EP ein bisschen erschlichen. Und zwar habe ich am Anfang gesagt, dass der Europäische Rat den Kommissionspräsidentschaftskandidaten unter Berücksichtigung des Wahlergebnisses vorschlägt. Und vor 2014, vor der Wahl, haben sich die Spitzen im Europaparlament zusammengesetzt und gesagt, pass auf, wir machen das jetzt so. Wir sagen denen, dass wir nur einen Kandidaten wählen werden, der vorher Spitzenkandidat einer europäischen Partei war, um so Einfluss darauf zu nehmen, wer Kommissionspräsident wird über die europäischen Parteien. Und bei der letzten Wahl waren die Spitzenkandidaten, zum Beispiel von der Europäischen Volkspartei war es Jean-Claude Juncker, von der SPD war es Martin Schulz, von den Grünen Ska Keller. Und die sind halt angetreten und dann kam es Wahl und dann hat das Parlament gesagt, nö, also die EVP hat die Wahl gewonnen. Wir akzeptieren jetzt als Kandidaten auch nur Jean-Claude Juncker. Das war zum Beispiel Angela Merkel war große Gegnerin davon, die wollte das nicht. Und es ist insbesondere immer noch ein Spannungsverhältnis zwischen den Institutionen, weil das Parlament sich einfach dieses, es ist nirgendwo geregelt, wir sagen einfach, wir machen das so. Und die haben sich dieses Recht erschlichen und das ist ein bisschen so ein Power-Grab so von den Regierungen weg. Und ein ganz geschickter Move, mal gucken, wie es bei der nächsten Wahl laufen wird. Aber Spitzenkandidaten komme ich, sind die ersten Wohner schon gewählt. Laufen euch wieder über den Weg. Parlament für 5 Jahre gewählt, anders als der Bundestag. Nächste Wahl im Mai 2019. Und es wird keine Sperrklausel geben für die nächste Europawahl. Ja.
Jetzt habt ihr das Pech, dass Wahlrecht eins meiner Lieblingsthemen ist. Und meine Freunde hassen mich dafür. Und deswegen habe ich gedacht, wenn ich schon mal hier bin und ein größeres Auditorium habe, dann kann ich ein bisschen über die Sperrklausel fürs Europaparlament reden. Also bis 2011 hatten wir eine. Ihr erinnert euch? Also da gab es eine 5%-Hürde, wie für den Bundestag. Hier, boy. Und dann haben Leute dagegen geklagt. Und müsst ihr wissen, Sperrklauseln sind in Deutschland für uns ja eigentlich komplett normal und keiner hinterfragt sie so richtig, obwohl es eigentlich nicht über jeden demokratischen Zweifel haben ist, also ich bin dagegen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich das damals angeguckt und gesagt, ja, Sperrklauseln sind okay, wenn sie notwendig sind, um die Arbeitsfähigkeit eines Parlaments sicherzustellen. Also wenn durch die wegfallende Sperrklausel die Arbeitsfähigkeit nicht gefährdet ist, dann braucht man die auch nicht. Und dann haben sie sich angeguckt, wie das Europaparlament arbeitet und gesagt, Mensch, das wählt ja nur, also das bestätigt am Anfang die Kommission und dann braucht man gar keine Mehrheit mehr, um eine Regierung zu tragen. Und da gibt es ja schon über 160 Parteien, die finden irgendwie in den Fraktionen ja zusammen. Vielleicht gibt es gar keine Zersplitterung ohne Sperrklausel, weil sich die Leute, die durch die weggefallene Sperrklausel einziehen, einfach einer Fraktion anschließen. Haben sie gesagt, nee, brauchen wir eigentlich keine Sperrklausel, kippen wir. Da war schlechte Laune in der deutschen Politik, also bei den großen Parteien. Und da haben sie sich gedacht, okay, was kann man machen? Puh, ja, vielleicht eine 3% Sperrklausel. Gut, das hat zwar überhaupt nichts, gehen wir nicht auf die Argumente des Verfassungsgerichts ein, weil die Argumente des Gerichts kippen genauso eine 3%-Hürde wie eine 5%-Hürde. Haben die Experten auch gesagt, was hat der Gesetzgeber gemacht? 3%-Hürde. Konsequent. Und wie es zu erwarten war, hat dann das Bundesverfassungsgericht die 3%-Hürde für verfassungswidrig erklärt. Da haben wir uns gefreut. Aber die Laune bei den Großparteien war noch schlechter. Deswegen habe ich ein kurzes Video-Statement von einem meiner Lieblingspolitiker mitgebracht. Mal gucken, was der dazu zu sagen hat. Drittens, wir sind mit 34 Mitgliedern weniger Mitglieder als vorher. Das ist ärgerlich. Das ist allerdings nur begrenzt unsere Schuld, um das mal klar zu sagen. Denn den Satz möchte ich mir schon genehmigen. Das ist die Verantwortung derjenigen, die im Verfassungsgericht die Entscheidung getroffen haben, auf die 3%-Klausel zu verzichten. Dank dieser klugen Richterinnen und Richter haben wir jetzt AfD, ÖDP, NPD, Tierschutzpartei, Spaßpartei und sonstige Verrückte neben uns sitzen. Das ist wirklich ein gelungener Beitrag des obersten deutschen Gerichts gewesen und wir müssen uns jetzt damit jeden Tag rumschlagen. Übrigens gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass uns auf der Strecke manchmal, meine Oma hat immer gesagt, Not lehrt beten. Wahrscheinlich müssen die Richter auch mal verstehen, was sie da angerichtet haben, wenn sie sehen, wie schwer es jetzt ist, zu tragfähigen politischen Entscheidungen zu kommen. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, das Europaparlament eigentlich tot jetzt. Funktioniert nicht mehr. Also, ich dachte am Anfang, ja, ist nett, wenn wir da sind, aber ich freue mich immer, wenn zumindest Herbert Reul, ich wollte auch euch zeigen, der hat schon Quatsch erzählt, bevor Innenminister in NRW wurde. Habt ihr gesehen, in der Aufzählung war auch die AfD, die hat übrigens 7% bei der letzten Europawahl. Also, naja. Aber wie gesagt, wir sind jetzt schuld, funktioniert jetzt alles nicht mehr. Also wenn der Europa jetzt kaputt geht und zerfällt, fehlt eine Sperrklausel. Ich meine, er sagt ja auch, wir haben jetzt weniger Sitze als vorher, wer ist schuld? Das Bundesverfassungsgericht. Und ich dachte immer, die Wähler entscheiden, ob er mehr in Parlamente kommt, aber nicht bei der CDU. Naja, EP-Sperrklausel. War sie nett? Sind wir eingezogen? Könnte man denken, okay, Gewaltenteilung, sagen sie jetzt, gut, zweite Mal verloren, da akzeptieren wir jetzt. Nein. Ja, Frank-Walter Steinmeier, 5 Tage nach der Europawahl, hat gesagt, gut, müssen wir, da war noch Außenminister. Das ist ja quasi einer meiner Lieblingsbundespräsidenten, gibt ja nicht allzu viele, die dafür verantwortlich sind, Leute, unschuldige Leute in Folterknästen versauern zu lassen. Hat er gesagt, na gut, ja, können wir, was machen wir jetzt? Ja, gucken wir mal, ob wir nicht eine Sperrklausel auf europäischer Ebene bekommen können. Ne? Also ja, so, dann gab es auch im November 2015 eine der wenigen Initiativrechte, die das Europaparlament hat. Das kann ein Wahlrecht für die Europäische Union vorschlagen. Es funktioniert so, das Parlament macht einen Vorschlag, dann geht es zum Rat und der Rat kann einen Gegenvorschlag machen, der auch nichts mit dem Vorschlag des Parlaments zu tun haben muss. Das ist quasi das Initiativrecht auf EP-Style quasi. Damals hat das Europaparlament einen recht ambitionierten Wahlrechtsreformvorschlag gemacht. Da haben sie schon so ein transnationaler Wahlkreis, geschlechtergerechte Listen, Wahlalter 16,
demokratische, verpflichtend demokratische Aufstellung. Es gibt nämlich Länder, in denen werden die Kandidaten für Europawahl gar nicht gewählt, da bestimmen die Parteivorsitzenden. Also habe ich gedacht, man kann noch ein paar Sachen machen oder zum Beispiel eine Frist, 12-Wochen-Frist dafür, dass Kandidaten aufgestellt werden. In einigen Ländern werden die 2 Wochen vor der Wahl aufgestellt, wo man sich nicht ganz im Klaren darüber ist, wie die Wahlkampf machen. Und das lag dann im Rat und der Rat muss einstimmig einen Gegenvorschlag machen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Achso, Entschuldigung, ich habe das ganz vergessen, am Sperrklausel 3-5% war natürlich auch mit dem Vorschlag. Und damals, nachdem es im Parlament durchging, da kam mir Post bekommen, von jemandem, weiß nicht mehr, wer das war, aus dem Auswärtigen Amt, was eigentlich Luft hier. Dürfte niemand verraten. Aber gucken wir mal, was das Auswärtige Amt gesagt hat. Da hat mir gedacht, ach Mensch, toll, demokratisches Europa. Gucken wir das Auswärtige Amt an. Unser Kernanliegen ist die vom EP vorgeschlagene Einführung einer europarechtlichen verbindlichen Mindestschwelle für Gesetzvergabe von 3-5% bis zur nächsten Wahl 2019. Szenario der letzten Europawahl 2014 darf sich nicht wiederholen. Deutsche sitzen schon bei 0,5%. 7 deutsche Sitze an Splitterparteien. Also Wählerwille mit der Bundesregierung nicht zu machen. Vergessen wir wieder. Das hat eine Weile gedauert. Wir dachten schon, es wäre tot. Wir haben gedacht, wir haben uns in Sicherheit genommen. Wir sind ja als Partei aufstrebend, aber was wir uns teilen mit anderen eben, mit anderen Parteien, wie mit der SPD zum Beispiel, die Angst ums Ring um die Sperrklausel. Auf jeden Fall, deswegen sind wir gegen eine. Da haben sich die Mitgliedstaaten doch auf einen Gegenvorschlag geeinigt. Und da dachten wir schon, Mensch, ja, vielleicht, gut, beißen wir einen sauren Apfel, kriegen wir transnationale Listen, kriegen wir demokratische Europawahlen, was auch immer, dann müssen wir einen sauren Apfel beißen, gibt es eine Sperrklausel, vielleicht schaffen wir es nicht. Aber schon während des Verfahrens hatten Leute in der Wissenschaft die Angst geäußert, dass es eigentlich dabei nur darum geht, die Sperrklausel wieder einzuführen. Das ist aus einem Kommentar zum Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union von Sven Hülscheid. Sven Hülscheid ist der leitet beim Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages die Abteilung Verfassungsfragen. Und der hat damals gesagt, eigentlich wäre es ganz okay, wenn diese ganze Initiative scheitert, geht eh nur um die Sperrklausel. Obwohl damals noch andere Sachen drin standen, aber weiser Mann, weil könnt ihr überlegen, was ist wohl passiert mit dem Gegenvorschlag des Rates? Keine transnationalen Listen, keine Geschlechtergerechtigkeit, kein gesenktes Mindestwahlalter, kein E-Voting, statt 12-Wochen-Frist 3-Wochen-Frist, keine demokratische Wahlaufstellung, aber Sperrklausel von 2-5%. Also alle Sachen, die da irgendwie vorher drin waren, sind jetzt entweder nicht mehr verpflichtend, total abgeschwächt, außer die Sperrklausel. Ja, das Parlament hat zugestimmt, hat gesagt, gut, besser als nichts, war Politik der kleinen Schritte. Haben wir die Berichterstatter, auch insbesondere der SPD-Mann, der das geführt hat, gesagt, super, toll, Wahlen wären jetzt viel besser. Aber maßgeblich stehen die Sperrklausel drin. Da ist der Krimi auch noch nicht vorbei, weil das Lustige ist, nachdem das auf europäischer Ebene durch ist, muss jetzt jeder Mitgliedstaat diese Sache ratifizieren. Jeder Mitgliedstaat muss der Sache zustimmen im nationalen Parlament. Und das kann natürlich einerseits eine Weile dauern. Wir dachten, das schaffen die eh nicht bis zur nächsten Wahl. Aber muss noch viel lustiger. Dann kam das nach Deutschland und bei der CDU haben sie gesagt, machen wir noch im September fertig. Also kommt auf jeden Fall, wir wollen das auf jeden Fall durchhaben. Und dann kam ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags gesagt, ey Leute, ihr braucht dafür eine doppelte Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Und nicht nur der Anwesenden, sondern der Mitglieder des Hauses. Und dann fährt der Großen Koalition auch, scheiße, haben wir gar nicht. Haben wir gar nicht. Da haben sie geguckt, okay, mit der FDP zusammen haben sie 6 Stimmen Puffer. Na gut, die Grünen werden schon mitmachen. Sagen die Grünen, ne, machen wir nicht. Sind wir nicht dabei. Sagen wir, ein Jahr vor der Wahl machen wir keine Wahlrechtsänderung. Das gehört sich nicht, ist undemokratisch. Haben die Grünen dann auch auf dem Parteitag beschlossen, dass sie eine Wahlrechtsänderung auf Parteitag beschlossen haben, sie mit ins Europawahlprogramm genommen, dass sie eine Wahlrechtsänderung für 2019 nicht mittragen werden, weil es ist auf Kürze der Zeit undemokratisch. Und ich kann sagen aus Gesprächen, es gibt bei den Grünen Leute, die dafür sind, es gibt Leute, die dagegen sind. Aber die Leute, die dafür sind, sagen auch, komm, aber jetzt so kurzfristig sind wir nicht dabei. Und dann, der Krimi findet sein Ende im Moment, als Andrea Nahles sich dann entschieden hat, eine 4 Monate alte Frage auf Abgeordnetenwatch zu beantworten, hey, wollt ihr sowas machen? Sperrklausel so kurz vor der Wahl? Sehr geehrte Frau Jäger, es wird keine Umsetzung vor der Europawahl 2019 geben. Beste Grüße, Andrea Nahles. Also, sie haben alles gegeben. Ich habe zwischenzeitlich mal, haben wir Anfragen über das Informationsfreiheitsgesetz an unterschiedliche Ministerien, auch ins Auswärtige Amt gestellt. Ich habe so gewinnt, hey Leute, werdet ihr so frei, könnt ihr mal alle Unterlagen, E-Mails, Korrespondenzen, Drahtberichte, die ihr so habt, zur Änderung des Direktwahlaktes geben? Ich würde gerne mal reingucken, dann haben sie mir zurückgeschrieben, nee, aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe gesagt, was aber nett wäre, wenn ihr mir wenigstens alle Dokumente auflistet, die ihr habt.
damit ich auch nachvollziehen kann, warum ihr die mir nicht geben wollt. Und dabei haben sie mir dann irgendwann ein Aktenverzeichnis geschickt, 24 Seiten, über 2000 Seiten Dokumente, sind insgesamt über 200 Dokumente, daran lässt sich ablesen, dass Staats- und Regierungschefs involviert waren und Frank-Walter Steinmeier selbst, als er Bundespräsident wurde, noch mit dem EP-Präsidenten sich unterhalten hat und Werbung dafür gemacht hat, sich darum zu bemühen, dass das kommt. Es tut mir sehr leid, dass all der Aufwand, den das Auswärtige Amt da betrieben hat, all die Arbeitsstunden für umsonst waren, aber so ist es mit der Demokratie. Hier ist übrigens auch noch unser EP-Präsident Tajani, der Nachfolger von Schulz, zusammen mit meinem Chef, Martin Sonnemann, ist der inoffizielle Sprecher der Fraktionslosen, nicht mal, im Europaparlament. Und Tajani, der ist hier nicht so bekannt wie Martin Schulz, aber auch ein Mann mit Geschichte, es war der frühere Pressesprecher von Silvio Berlusconi, haben nur die Besten bei uns. Ich erkläre das Europäische Parlament gerne anhand des Bundestages, also nicht wundern, ich weiß, dass es nicht das Europäische Parlament ist. Und zwar, weil die meisten Leute den Bundestag und den Plenarsaal deutlich besser kennen als das Europaparlament. Und nehmen wir einen Vergleich, Europaparlament, Bundestag, Europaparlament, Bundestag. Was ihr hier zum Beispiel sehen könnt, sind diese Sachen hier rumherum, diese Fenster hier. Das sind Dolmetscherkabinen, so wie da drüben, nur mehr. Weil alle Sitzungen im Europäischen Parlament werden in alle Amtssprachen, alle Sitzungen im Hauptplenum werden in alle Amtssprachen übersetzt, simultan übersetzt. Und das hat einen ganz angenehmen Nebeneffekt. Ihr habt bestimmt schon mal gesehen, dass im Bundestag hier die Leute manchmal bis morgens um 4 tagen und es alles ewig dauert. Das ist bei uns nicht so, weil wenn die Dolmetscher Feierabend machen, ist es vorbei. Und Dolmetscher, das können die Leute, die da in den Kabinen sitzen, sicherlich bestätigen. Wenn man das eine Weile gemacht hat, das ist nicht so ein Job, wo man Überstunden macht, weil dann platzt einem der Kopf. Aber einer der größten Unterschiede ist, das kann man hier nicht so gut sehen, aber ich habe gleich noch einen großen Ausschnitt, da sind hier so kleine Computer auf den Tischen. Hier, Bundestag, nichts auf den Tischen. Wir im Europaparlament gibt nicht so elektronische Abstimmungssysteme. Hier habe ich mir den Abstimmungskomputer von Julia Reda genommen. Das ist auch ein Report, den kennt ihr. Hier ist der Name, könnt ihr euch bekannt bekommen. Das ist so die Endabstimmung von der Urheberrechtsreform. Also nicht die Endabstimmung, die letzte Endabstimmung, die wir im Europaparlament hatten. Und stellt man sich die Frage, wieso gibt es im Bundestag sowas nicht? Sind die so rückständig? In dem Bundestag brauchen die es nicht, weil das die Mehrheit ja immer klar vorher. Also wenn die Bundesregierung sagt, wir wollen es, dann kommt es. Und wenn die Bundesregierung sagt, wollen wir nicht, dann kommt es nicht. Das ist ja im Bundestag was Besonderes, wenn quasi eine Abstimmung freigegeben wird. Also eigentlich sind ja die Abgeordneten in ihrem Gewissen, bla bla. Aber zum Beispiel bei der gleichgeschlechtlichen Ehe, da gab es dann halt mal eine Abstimmung, die wirklich frei war. Und da muss man auch mal nachsehen. Aber in der Regel im Bundestag steht vorher fest, wie es ausgeht. Ist im Europaparlament anders, da haben halt alle Abgeordneten ihre Abstimmungskarte, stecken sie rein, dann sind die Knöpfe und dann stimmen sie da ab. Im Europaparlament gibt es nämlich wirklich ein System von flexiblen Mehrheiten. Es gibt natürlich auch Sachen, wo sich die großen Fraktionen zusammentun in einem Block und ihre Mehrheiten generieren, quasi GroKo-mäßig wie im Bundestag, aber in vielen Sachfragen ist es so, dass sich unterschiedliche Allianzen bilden. Und das ist wirklich spannend, weil wir hatten zum Beispiel kürzlich eine Abstimmung in einer Budgetfrage. Da hat die linke Fraktion, ich zeige euch die Fraktionen gleich alle noch, die Gruppe einen Antrag darauf gestellt, dass, ob man das nicht einführen könnte, die Europaabgeordneten haben alle eine Büropauschale. Da kriegen sie eine bestimmte Summe, 4.400 Euro ungefähr, jeden Monat überwiesen und können dafür Büroausgaben tätigen, Wahlkreisbüro halten. Die müssen aber nicht nachweisen, wofür sie das Geld ausgeben. Also muss kein Buch darüber führen. Und da haben die Linken gesagt, oh ja, wollen wir nicht vielleicht einführen, dass da jemand Belege sammeln muss und mal jemand drauf guckt und so. Und dieser Änderungsantrag ging mit einer Mehrheit durch, zum Beispiel mitgetragen aus dem linken Flügel, aber auch von den Konservativen mit den britischen Tories. Weil konservativ ist nicht gleich konservativ, wie ihr vielleicht wisst, die CDU und die Leute drumherum, die haben ja tierische Angst vor Transparenz. Also die wollen einen sehr, sehr großen Vertrauensvorschuss und wollen nicht, dass irgendjemand ihnen quasi auf die Finger guckt, während die britischen Tories haben eine ganz starke Transparenzkultur. Also für die ist Steuergeldverschwendung der Super-GAU und deswegen gehen die dann eine Allianz mit den Linken ein. Ja, im Bundestag sind solche Sachen unvorstellbar. Und deswegen, das ist eigentlich ganz schön, man sieht ja im Bundestag zum Beispiel, ändern wir uns jetzt Außenminister. Aber erinnert euch noch Heiko Maas, der war mal großer Gegner der Vorratsdatenspeicherung. Dann wurde er GroKo-Justizminister und dann war plötzlich großer Fan.
Also das sind so diese Dynamik, die es im Europaparlament gibt, die wirklich zum Teil durchaus zu demokratischen Entscheidungen führt. Und deswegen will ich sagen, wenn nochmal irgendwie diese Debatte aufkommt, Minderheitsregierung, Kooperationskoalition, das könnte zum Beispiel dazu führen, dass die SPD in Abstimmung geht, sagen wir mal, Ferkel-Kastration, ja? Und dann sagt, nee, sind wir dagegen. Und dann wird es einfach ab, dann hört es einfach auf. Aber jetzt haben wir quasi Koalitionsverhandlungen, sagt die SPD, nee, ach, 219a, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, oh, da müssen wir irgendwie einen Kompromiss finden. Das ist so dieses typische GroKo-Ding, gibt es im Europaparlament so nicht. Das hat Vor- und Nachteile. Ich komme gleich hier, wo wir schon bei Axel Voss sind, dann gucken wir uns gleich nochmal an, wie da so die Sachen ausgehen. Nur damit ihr mal kurz seht, das ist ähnlich wie im Bundestag. Bitte Achtung, ich habe das so angelegt, aber das ist nicht proportional. Also es ist nicht, die Mehrheitsverhältnisse sind hier nicht originalgetreu wiedergegeben. Wir haben eine linke Fraktion, die Deutschen Linken drin sind, wir haben eine sozialdemokratische Fraktion mit den Sozialdemokraten, eine grüne Fraktion, einen deutschen Grünen, da sind aber ist auch zum Beispiel Julia Reda von den Piraten mit drin, Thorsten Buchner von der ÖDP, Liberale bei der letzten Europawahl, da war die Welt noch in Ordnung, ja, da haben sie 3% gehabt, 3 Leute im Sinne, die FDP in die Fraktion. Die Europäische Volkspartei, die Fraktion der Europäischen Volkspartei mit der deutschen CDU-CSU, was nicht immer alle wissen, die im Europaparlament sitzt die deutsche CDU mit der Fidesz-Partei von Orban in einer Fraktion. Ja, ist, wenn dann irgendwie wieder schlechte Stimmung ist, deswegen ist der auch immer zu Gast, wenn dann bei der CSU irgendwie Bierzeltumtrunk ist. Wir haben dann rechts davon gibt es die ECR. Das ist eine Fraktion, die hat sich ursprünglich aus der EVP ergeben, da sind die britischen Tories drin. Die sind so konservativ und damals gesagt, ja Mensch, EVP, ihr seid uns so europafreundlich, wir machen unser eigenes Ding. Und dann geht es langsam irre. Das ist die EFDD. Die ist die größte Delegation darin, ist UKIP um Nigel Farage. Hat einen gewissen Unterhaltungswert, politisch sehr erfolgreich, muss man ihm erlassen jetzt quasi, mit seinem Projekt Unabhängigkeit Großbritanniens. Warten wir erstmal im März ab, vielleicht wird es ja doch noch, also erfolgreich, naja. Auf jeden Fall, da ist auch noch die Fünf-Sterne-Bewegung aus Italien mit drin. Das wirkt ein bisschen komisch, ist es auch, weil die politisch eigentlich gar nicht so viel gemein haben. Also das Abstimmungsfeld, die Stimmen, die haben mir mal verraten, die wurden da so ein bisschen reingequatscht in die Fraktionen. Wollten auch mehrfach raus, hat nicht funktioniert, aber naja. Da haben wir noch eine rechtsradikale Fraktion, ENF, hat sich ursprünglich gegründet aus Marine Le Pen, damals Front National, FPÖ, Partei vor der Freiheit, Gerd Wilders, Leute, das sind, die versammeln sich da. Das ist leider eine Fraktion, die momentan in den aktuellen Wahlprognosen relativ großes Wachstum vorausgesagt wird. Aber es wird ja offenbar auch ein bisschen salonfähiger, was man hier nicht vergessen darf, die politische Mitte hier, vermeintliche politische Mitte, und die Rechtsradikalen hier, zum Beispiel können ja unproblematisch in Österreich eine Regierungskoalition bilden. Hier haben wir noch die Fraktionslosen. Das ist der Abstand des Parlaments. Das ist hier besonders fies, das sind gar nicht so viele, das sieht hier nur so viel aus, weil ich war halt das Ende dann. Ne? Aber das sind die Leute, die keiner haben will. Also da sind so Nazis von der Goldenen Morgenröte aus Griechenland drin, ja, zwei griechische Kommunisten, die dürfen nicht nebeneinander sitzen, da gibt es nämlich körperliche Auseinandersetzungen. Das ist kein Witz, aber in Griechenland lebt man politische Auseinandersetzungen auch noch anders. Da sind wir haben noch ungarische Antisemiten, wir haben Udo Vogt von der NPD da und uns. Das hat zur Folge, also ich kann nur so sagen, wenn ich jetzt in Brüssel unterwegs bin und Leute kennenlerne, die nicht aus Deutschland kommen, sage ich so, wenn sie fragen, ja, welche Fraktion arbeitest du, dann sage ich so, ja, Fraktion ist aber nicht der Nazi. Und ja, manchmal funktioniert es, manchmal gehen die Leute auch weg. Nein. Hier, ich wollte es der Korrektheit halber ganz kurz hier noch anzeigen, sind die richtigen Prozentzahlen der Fraktionen. Professionelle Fraktionslose haben wir gar nicht viele gerade, das sind 23,3%, war viel zu groß da eben, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. So, ganz kurz, Gesetzgebungsprozess. Gehen wir den mal ganz kurz durch. Zwei Sachen, die ihr kennen solltet, unterscheiden solltet, sind Verordnungen und Richtlinien. Ihr habt bestimmt eine eurer Lieblingsverordnungen, mit denen ihr kürzlich Verbindung wart, Datenschutzgrundverordnung. Das Verordnung macht aus, dass sie über nationalem Recht stehen
und unmittelbar gelten und verbindlich sind in allen Teilen. Richtlinien hingegen sind, geben einen Rechtsrahmen vor, der umgesetzt wird. Da gibt es unterschiedliche Harmonisierungsgrade, aber ja, die gelten nicht unmittelbar, sondern wie gesagt, müssen umgesetzt werden. Die meisten Gesetze in der Europäischen Union finden im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren statt. Da kommt der Vorschlag von der Kommission zum Parlament und zum Rat. Dann sagt das Parlament, oh, wir finden das so und so. Klüngelt dann mit dem Rat aus und der Rat sagt dann, wir finden das so und so. Und wenn das Parlament das akzeptiert, dann, was der Rat gesagt hat, dann ist es hier fertig. Und wenn es nicht akzeptiert, dann geht es hier weiter. Eine zweite Lesung, Vermittlungsausschuss kann man leider nicht so gut lesen, glaube ich. Doch, geht. Dritte Lesung. Faktisch gibt es das nicht. Passiert nicht. Findet nicht statt. Stattdessen hat es sich so ein bisschen so ein eigenes System etabliert. Und zwar das Verfahren mit dem sogenannten informellen Trilog. Wir kürzen das einfach quasi da hinten, der Teil wird einfach abgeschnitten. Und es funktioniert so, der Kommissionsvorschlag kommt ins Parlament. Das Parlament überlegt sich, was es daran ändern möchte. Ich zeige euch mal gleich noch konkret, was es an einem Beispiel, wie das ist. Geht damit zum Rat und der Rat sagt dann, da sitzen die sich zusammen in diesem informellen Trilog, in dem inoffiziellen Vermittlungsausschuss und beraten dann darüber, wie sie das finden. Wenn sie dann zum Ergebnis kommen, ist es direkt hier schon vorbei. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteile sind zum Beispiel schnell. Der Rat und das Parlament sitzen zusammen, wird moderiert von der Kommission. Ja, Nachteil ist, also man weiß, wann es stattfindet, aber die Sitzungen sind nicht öffentlich, es gibt auch kein Protokoll. Man hat also keine Ahnung, was da passiert und wieso am Ende irgendwelche Ergebnisse rauskommen. Durch den Einsatz engagierter, klagewütiger Menschen haben wir das Glück, dass immerhin die wichtigsten Dokumente dieser Verhandlungen, die sogenannten Vier-Säulen-Dokumente, in Zukunft leichter öffentlich zugänglich werden. Und zwar, wir haben zwar keine Protokolle, was aber als Arbeitsdokument da vorliegt, sind diese Sachen. Ich habe das letzte Mal, Julia Reda hat das gerade im Rahmen der Urheberrechtsrichtlinie veröffentlicht. Das war unser Lieblingsparagraf hier, Artikel 13, Upload-Filter. Und da steht dann hier in der einen Spalte, was die Kommission vorgeschlagen hat, dann was das Parlament vorgeschlagen hat, was der Rat sich vorstellt und dann am Ende mögliche Kompromisse. Das sind jetzt die letzte Verhandlungsstand, soweit ich weiß. Und diese Dokumente sind eigentlich nicht öffentlich. Da hat jemand auf Herausgabe geklagt, die Institutionen, also der Rat hat sich stark dagegen gewehrt, aber jetzt letztinstanzlich jetzt gewonnen, sodass in Zukunft, wenn man die Dokumente anfragt, man sie auch bekommen wird. Das ist ein riesiger Sieg für die Informationsfreiheit und für institutionelle Transparenz. Ich wollte jetzt das mal ganz kurz an einem Beispiel erklären. Also Urheberrechtsrichtlinie, Julia Reda war ursprünglich Berichterstatterin im Europaparlament und hat einen Vorschlag gemacht. Also wir haben ja kein Initiativrecht, was das Parlament machen kann, was der Rat auch machen kann oder die Bürger auch über die Europäische Bürgerinitiative. Die können einen Vorschlag machen und der Kommission sagen, setzt euch mal damit auseinander und macht uns dann einen Vorschlag. Das gab es bei der aktuellen Urheberrechtsrichtlinie. Da kommt der Vorschlag von der Kommission, der geht ins EP und da gibt es eine ganze Reihe von Ausschüssen für unterschiedliche Fachthemen. Dann wird er in den Fachausschuss verwiesen, das ist bei der Urheberrechtsreform ist der Rechtsausschuss. Und Ausschüsse, die davon tangiert werden, können dazu Meinungen abgeben. In diesem Ausschuss gibt es für die Gesetzgebungsverfahren gibt es einen Berichterstatter und mehrere Schattenberichterstatter. Diese Berichte, Rapporteur, Berichterstatter, Schattenberichterstatter sind ganz wichtig für das Verständnis und die tauchen auch immer wieder in Debatten auf. Ihr könnt auf der Website vom Parlament, wenn ihr bei irgendeiner Sache das sehen wollt, könnt ihr das immer nachsehen. Was macht das jetzt hier die Urheberrechtsreform? Das ist hier Berichterstatter Axel Voss. Dann entsendet jede Fraktion einen Schattenberichterstatter. Das funktioniert so. Das ist im Ausschuss, dann können alle Änderungsanträge stellen und der Berichterstatter sammelt die dann alle zusammen und versucht daraus Kompromisse zu fassen, die eine Mehrheit ergeben. Der andere Ausschuss, habe ich schon gesagt, können Sachen angeben und dann kommen diese Änderungsanträge, werden zu Kompromissen zusammengefasst. Ihr könnt, das ist alles beim Europaparlament alles transparent, die meisten Ausschusssitzungen werden übrigens auch gestreamt, anders als im Bundestag. Kann man alles nachsehen. Es ist ein riesiger Bericht mit etlichen Sachen und dann unten hier quasi die ursprünglichen Reports mit allen Änderungsanträgen und dann gibt es eine Abstimmung im Ausschuss und in dieser Abstimmung kann mit der Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses schon entschieden werden,
dass die Sachen an den in den Trilog gehen, in den informellen Trilog, in die interinstitutionellen Verhandlungen. Und das gab es bei der Urheberrechtsrichtlinie. Da waren die Upload-Filter, waren Artikel 13, das stehen nicht, nicht namentlich erwähnt, aber wir alle wissen, dass sie drin sind. Artikel 13, Artikel 11, Leistungsschutzrecht und Pressverleger waren drin. Und es gab schon die Mehrheit, die ganze Angelegenheit in den Trilog zu nehmen. Damals haben dann eine Reihe von Abgeordneten, auch wieder führen, wieder mit, auch mit den Piraten, haben dann gesagt, okay, wir versuchen im Plenum die Mehrheit dafür zu bekommen, das nochmal zu bekämpfen, versuchen das zu stoppen. Das haben sie einen Etappensieg vor der Sommerpause geschafft. Dann hat Axel Voss da ein bisschen rumgedoktert und es nochmal in die Abstimmung gegeben. Wir erinnern uns, das ist dann quasi die letzte Abstimmung gewesen im EP. Anhand der Grafik möchte ich nochmal die Sache mit der Freiheit des Mandats erklären. Also bei der CDU gab es Fraktionszwang, das ist also wie gesagt die Urheberrechtsrichtlinie, Uploadfilter, Leistungsschutzrechte, Pressevertreter, CDU, CSU, ganz klar. Bei der SPD ist schon wieder ein anderes Bild. Die haben zwar viele Leute dafür gestimmt, aber lustigerweise ist halt einer der Vorkämpfer gegen diese Angelegenheit, ist Timo Wölken, vielleicht kennen ihn einige hier. Der hat dann einige Leute um sich geschart, die mit ihm dagegen gestimmt haben, während bei den Grünen war es auch ungefähr Hälfte-Hälfte. Da ist Julia Reda, die in der Fraktion ist, hat halt quasi da große Werbung gemacht und die größte Vorkämpferin für die Urheberrechtsreform, beziehungsweise auch eine Grüne. Auch eine Grüne, wo ist sie denn? Helga Trüpel. Da. Die, eine große Vorkämpferin, zusammen mit Axel Voss von der CDU zusammen, hat die extreme Werbung dafür gemacht. Und spannende Dynamik, wenn man sich anguckt, das Durchschnittsalter der Grünen, deutschen Grünen, die dafür gestimmt haben, war, glaube ich, 62 und die dagegen gestimmt haben 45. Ist vielleicht auch ein bisschen eine Generationenfrage. Aber ich will jetzt auch keine Altersdiskriminierung hier vornehmen. Aber immerhin, was man schön sagen kann, Freiheit des Mandats. So, mich interessiert jetzt kurz mal die Server-Performance. Was sagt ihr dazu? Klingt doch gut, oder? Server-Performance checken. Okay, es bin nur ich geflogen, oder? Ja, es bin nur ich geflogen. Ha, GG an mich. Vielleicht ist es auch mein Internet. Aber der Server ist overloaded, aber nur 249 Ticks. Ist jetzt nicht die Welt. Also ist schon was. Aber vorher war 360 und da... Ja, okay. Lide, move too quickly. Ich glaube, Lide ist gerade ein bisschen am Spy-Hexen, Fly-Hexen, Snacksen unterwegs. Um sich die CPU und... Ja gut, CPU ist bei 240. CPU kämpft schon, Memory ist bei 50%. Ja, okay. Man sieht schon was. Aber... Ja... Nicht zu wild. Okay. Das wäre ja im Bundestag undenkbar, dass da plötzlich irgendwelche SPD-Leute anfangen, ihre eigene Gruppe aufzumachen, zu sagen, nee, auch wenn wir dann mehr dafür sind, sprechen die besseren Argumente dagegen. Das ist dann leider durchgegangen. Die meisten werden sich vielleicht an dieses Bild erinnern. Axel Voss hat sich gefreut, das ist der Berichterstatter quasi. Wir nennen ihn mal, nämlich geben wir jetzt mal den Titel Mr. Upload-Filter und ja, ist ein fieses Foto. Aber dann war die Sache, hat er das Mandat bekommen und momentan sind die Sachen in dem Trilog, den ich euch gerade erklärt habe. Jetzt wird ausgeklüngelt, die Schattenberichterstatterin für die Grünen, Julia Reda, versucht da ein bisschen, trägt ein bisschen in die Öffentlichkeit, wie es gerade steht. Und wenn ich hier gerade an der Stelle bin, möchte ich euch Folgendes mit auf den Weg geben. Wie gesagt, es kommt jetzt nach dem Trilog, wenn es da zu einem Ergebnis kommt, dann kommt es wieder ins Parlament und dann gibt es eine Endabstimmung. Also der Drops ist noch nicht gelutscht. Ich weiß, dass gerade die Netzgemeinschaft es geschafft hat, unglaubliche Stimmung zu machen. Ich weiß, was schon bei einigen Talks das Thema war. Es wurden mehrere Millionen Unterschriften gesammelt dagegen, weil diese Reform, das Internet, so wie wir es kennen, wirklich gravierend verändern könnte. Nicht zum Positiven. Die Upload-Filter-Infrastruktur, die dadurch entstehen könnte, die Verpflichtung für
für Plattformen Inhalte zu scannen, bevor sie oder während sie hochgeladen werden, bevor sie veröffentlicht werden, würde ja, Sachen Tür und Tor öffnen, die wir uns alle nicht wünschen. Momentan, wie gesagt, liegt es in den interinstitutionellen Verhandlungen, es kommt ins Parlament zurück und ich würde mir wünschen, dass die Netzgemeinschaft wie beim letzten Mal weiter eine solche Stimmung macht und sich nicht von irgendwelchen nicht unterkriegen lässt. Also ich weiß, dass der Kampf wird schmutzig geführt, alle Seiten kämpfen mit harten Bandagen, aber wir haben es da wirklich mit den Befürwortern auch, sagen wir mal, mit der faktenfernen Fraktion zu tun. Also die stellen sich auch einfach hin und sagen, es gibt keine Upload-Filter. Ich meine, das ist die Frage, dann, wie will man auf dieser Basis diskutieren? Also was will man da machen? Also was ich euch mit auf den Weg geben möchte für die Wahlen, was mir wichtig ist. Guckt euch das an. Guckt weniger darauf, was die Leute sagen, was sie in der Zukunft machen werden, sondern was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Guckt drauf, informiert euch, verfolgt die Medien, lasst euch nicht von irgendwelchen Kampagnen einlullen. Es wird wirklich sehr, sehr spannend. Denkt dran, dass es keine Sperrklausel gibt, dass vielleicht das eine gute Chance ist, weil man sich auch kleinere Parteien anzugucken. Ich will keine nennen, aber es gibt ja mehrere. In welcher Sache ich wirklich Werbung für die demokratischen Prozesse innerhalb des Europaparlaments machen möchte, ist diese Art und Weise der flexiblen Mehrheitsfindung. Also dass im Europaparlament die Chance besteht, auch für die kleinen Parteien ihre Meinung einzubringen, dass Mehrheiten quasi flexibel gefunden werden und nicht nur immer ein großer Block alles durchsetzt, auch wenn es manchmal der Fall ist, könnte, wenn das in Deutschland vielleicht auch nochmal zur Option kommt, nicht so eine Angst davor haben, mal was über den Haufen zu werfen, was wir halt alle kennen, eine vermeintliche Stabilität, sondern stell dich mal vor, wir hätten eine Regierung, in der der kleine Regierungspartner auch wirklich mal das machen kann, wofür er politisch stehen möchte und sich ja nicht immer nur den großen Sachen, dem großen Partner da unterordnen muss. Eine zweite Sache noch, so schön es ist mit den demokratischen Strukturen im Europaparlament, ihr habt ja gesehen, es gibt immer eine Verhandlung zwischen Parlament und Rat. Ihr habt gesehen, wie schwierig das ist mit den Mehrheitsverhältnissen im Rat, was es für unterschiedliche Mehrheiten gibt, mit dieser qualifizierten Mehrheit mit 65% Sperrminoritäten, sodass es halt ist, dass das schwere Gewicht der Bürgerkammer immer in einem extrem komplizierten, intransparenten, weniger demokratisch legitimen Gegengewicht, das dem Rat gegenübersteht, sodass halt viele Sachen, die sich das EP erkämpft und das EP wünscht, dann im Endeffekt dann doch nicht kommen, weil die Mitgliedstaaten es blockieren. Ich will leider keine Hoffnung machen, dass sich das in der Zukunft ändert. Die Stimmung, den europäischen Integrationsprozess nach vorne zu treiben, ist gerade nicht da. Ich glaube, die EU versucht sich erstmal um ihre jetzigen Probleme zu kümmern, aber ja, macht nächstes Jahr Mai, Stelle am richtigen Kreuz. Kleiner Schritt. Vielen Dank. Yay, Leute. Haben wir wieder was gelernt über die EU und so. Und ich hoffe, ihr habt eigentlich nur mitgenommen, dass es hier einen Minecraft-Server gibt, auf dem ihr unbedingt beitreten sollt. Wisst Bescheid, also je nachdem, wann ihr das Video schaut, ist der Server wahrscheinlich noch online, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, wenn ihr das Video jetzt in ein paar Jahren schaut, eventuell unter einer neuen IP-Adresse, eventuell unter einer neuen Domain, ne? Probiert einfach beides mal aus, IP oder Domain, befindet sich beides in der Beschreibung. Zur Not einfach mal eure Favorite Search Engine anwerfen und mal nach Lasergurkenland suchen. Aktuelle Beiträge sollten euch immer zur aktuellen IP-Adresse führen. Oder hier mal auf dem Kanal nach dem aktuellsten Video suchen. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode. Mit dieser Werbeepisode für diesen Anarchie-Minecraft-Server. Ja, so viel dazu.
dann würde ich sagen, sehen wir uns in-game, oder? Kommt doch mal vorbei hier. Heute haben wir wieder größere Spielerzahlen. An sich ist hier eher immer gechillt, so circa maximal 1 bis 2 Leute, oft auch mal leer. Okay, ja, dann nehmt euch in Acht, wenn ihr hier auf den Server kommt, vor so Experten wie Gutterfan, ne? LOL. Okay, das zeigt die UUIDs, das wusste ich auch noch nicht. Ich bin aber nicht OP, oder? Nee. Gibt's einen Check, wie man checken kann, ob man OP ist? Ich teste es immer, ob man slash OP eingeben kann. Ich hatte mich einmal kurz Admin gemacht, um die Spawn-Region zu vergrößern. Aber ich hab wohl nicht vergessen, mich wieder auszuloggen. Wo ist denn mein Fleisch? Well, dann gibt's darauf erstmal einen Apfel. Okay, ja, das war's dann mit dieser Episode. Checkt die Beschreibung für das Video, was wir angeschaut haben. Checkt die Beschreibung für die IP-Adresse von dem Server, auf dem wir hier spielen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in-game. Haut rein und ciao.